So, Pferde sind fertig gemacht, mehr oder weniger. Und ja, schön. Hat sie nochmal schnell einen Snack gegönnt, die Juvia hier. Irgendwie hat sie immer die Ohren so hängen, wie so ein Esel. Komm. Alle sind aufgestiegen, jetzt geht's los. Ich sitze seit 10 Sekunden auf dem Pferd und ich schwitze einfach schon so krass. Kann man das sehen? Ich schwitze auf jeden Fall schon mega. Ich meine, ich habe jetzt auch noch eine Jacke an, aber... Oh. Ich bin mal gespannt, wie sich das Wetter über den Tag entwickelt auf jetzt. Ja, of course, of course. Ja. Das ist also meine Reitgruppe. Die drei Ladies hier vorne mit den dunklen Pferden kommen aus Neuseeland. Der einzige Herr, bis auf unseren Guide, auf dem kräftigen Schimmel, kommt aus England. Da hinten sind links auf den links zwei Ladies aus Deutschland und da hinten in Blau aus England. Und die beiden sind auch aus Deutschland. Das ist der Chef, der ja gerade hilft, nochmal nachzugurten. Und da steht unser Guide, der guckt, ob alles passt. Das war hier unser Hotel, wie ihr seht, mitten im Grün. Rundherum nichts. Aber auch alle Mitreiter sind mittlerweile richtig entspannt und haben sich auf die Pferde eingeschossen. Wir hatten zwischendurch schon ein paar richtig gute Galoppaden, also Galoppstrecken. Das hat richtig Bock gemacht. Die Pferde sind schön spritzig, aber man kriegt sie auch echt gut reguliert wieder. Es macht einfach mega Spaß. Eben Mittag gemacht und jetzt werden wir nacheinander unsere Pferde einmal nehmen und die hier am Fluss tränken. Also die Pferde fressen halt hier zwischendurch, die haben jetzt haben eben Futter bekommen. Wir haben auch unsere Wassermelonenreste bekommen, dann fressen die nämlich auch super gerne. Also falls ihr das noch nicht wusstet, ihr könnt euren Pferden Wassermelonen Schalen geben. So, und jetzt werden wir mal gucken, ob sie da auch zum Wasser geht. Ich habe ein bisschen Schiss, dass sie reinspringt, ehrlich gesagt. Das wäre jetzt nicht so cool. Ich wollte jetzt nicht hinterher schwimmen. Mal gucken. Careful. Ja, you can do it. Hat hier schon mal jemand ein Pferd so trinken sehen? Machen sonst die Giraffen. Ja, es ist wirklich wie eine Giraffe. Aber jetzt nicht springen, bitte, ne? Da muss ich leider loslassen. Das ist ein bisschen sehr süß. In der wir heute übernachten. Und das Gelbe dort ist unser Hotel. Das. Und das ist die mittelalterliche Stadt. Die Pferde haben jetzt also was zu fressen bekommen. So ein Mesh-Müsli-Misch. Haben Wasser und hier auch Stroh ist diesmal. Jeder so ein kleines Paddock abgeteilt. Und da verbringen die jetzt auf jeden Fall die Nacht. Ja, und sind praktisch direkt am Fuß unseres Hotels, das dort ist. Und ja, am Rande der mittelalterlichen Stadt.